Willkommen zurück zu Evoland 2, Kapitel 40. Das letzte Mal sind wir in den Heiligen Hain gekommen, um das dritte Fragment uns zu holen. Können wir die ja eigentlich irgendwie angucken? Irgendwie nicht so. Da unten haben wir es. Das Fragment der Natur haben wir vom Yoda-Baum bekommen. Allerdings hat er gesagt, wir werden hier schlecht wieder aus dem Wald rauskommen, wegen den ganzen Sadistas. Zum Glück haben wir... halbwegs zum Glück haben wir die Quasselstrippe Navi bekommen, die irgendwie nicht in der Lage ist, übers Wasser zu kommen, allerdings sonst überall gut durchkommt. Und mit etwas Glück zu diesem Baum hinkommen würde. Das ist ja ärgerlich. Ah, doch, der kommt so einfach durch. Dann feuert der nämlich, weil sonst sind die irgendwie so gemein und feuern immer und zwar auf uns. Aber das stören sie sich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum die so gemein sind, diese Viecher. Naja. Jedenfalls sind sie zumindest für etwas gut hier und erlauben uns somit, hier weiterzugehen. Allerdings brauchen wir die Gesellen jetzt nicht mehr. Insofern können wir ihn beiseite schieben, damit er uns bei zukünftigen Reisen zu unterschiedlichen Zeiten nicht so sehr stört. Was auch für diesen Gesellen hier gilt. Denn, boah, sobald sie ins Gebüsch feuern, stören sie uns nicht mehr. Dann können wir hier nochmal durchfeuern. Und, hier haben wir so einen Baum. Ich glaube, den könnten wir da drüben gebrauchen. Vorerst mal, um hier so ein Sadista wegzukriegen. Da oben ist ein bisschen größere Herausforderung. Boah. Gucken wir mal, was passiert. Indem wir hier doch erstmal in die Gegenwart gehen. Damit wir hier Navi durch die Gegend schicken können. Navi, da ist sie. Geh an dem Baum, an dem Stein vorbei. Gut. Yeah. Dann halt nicht. Dann... Oh nee. Das Buschwerk kommt immer wieder zurück. Was mache ich denn? Die Sache ist, ich kann hier doch einfach durchgehen und da drüben dann erstmal... Busche auffeuern. Wo ist Fina? Da. Und dann kann ich hier Navi durchschicken. Was mache ich hier so einen großen Stress? Einmal kurz feuern. Sadista aus dem Weg geräumt. Und der Baum kann auch wieder weg. Sonst kommen wir hier auch schlecht durch. Herr Moser, nicht so. Du bist uns sonst eh nichts so Gutes. Gab es hier sonst noch irgendwas Tolles, was wir machen können? Uns mal in der Vergangenheit umgucken. Das wäre natürlich auch eine Option. Da oben nervt allerdings ein Sadista. Was ich nämlich vorhabe, ist, ein bisschen zurückzugehen. Vielleicht können wir nämlich unsere erste Kiste hier öffnen. Die sind ja auch irgendwie... ja... so begrenzt, dass wir sie nur in bestimmten Zeiten öffnen können. Können wir hier überhaupt durch? Können wir nicht. Es ist doof. Das heißt, ich muss erstmal den Gesellen da oben noch aus dem Weg räumen. Ja. Dann nehmen wir halt den Baum hier um. Hiermit kommen wir wieder zurück. Allerdings will ich noch gar nicht zurück, denn es gibt hier noch so viel, was wir machen können. Unter anderem dieses Rätsel hier. Da unten ist nämlich dieser Sadista. Und das Problem ist, dass wir irgendwie den Baum dort hinten hinkriegen wollen. Au. Dazu
müssen wir ihn allerdings von da unten irgendwie treffen. Joa. Machen wir das als erstes mal. Dann ist es da oben doch nicht ganz so unnütz. Wir haben es geschafft, Kuro. Wir haben den Heiligen Hain fast verlassen. Jetzt müssen wir nur noch in unsere eigene Zeit zurückkehren. Interessiert mich nicht. Ich habe hier noch zu tun. Also, Fina, mach mal. Mensch, läufst du lange. Dann wollen wir da oben hin. Und können wir überhaupt da drüben irgendwie hin und den Baum bewegen? Oh, doch, das sieht gut aus. Lauf! So. Und dann können wir Zeitreise tun. War ja nicht noch das Problem, dass der keine so hohe Reichweite hat? Ja, war hier das Problem. Das heißt, ich muss mir dann nochmal was überlegen. Wie ich da am besten da hinten reinkomme. Irgendwie sowas. Ach, gehen wir erstmal in die Zukunft. Da ist so ein bisschen das Sicherste hier. Problem ist nur, wie kommen wir an diesem Baum so vorbei? Ich weiß nicht mehr ganz, wie dieses Rätsel funktioniert. Sadista kommt hier nicht durch. Das ist ja schon mal eine nette Sache. Okay. Boah, wie war das jetzt? Probieren wir es mal. Dass du auch nicht in die Richtung gehst, in die ich dich haue. Das macht das Ganze nicht wirklich einfacher. Vor allem darf ich jetzt hier doch mal den ganzen Weg hier zurücklatschen, um den wieder hochzuschicken. Und, ja. Also, hier feuern. Wo sind meine Pegasus-Stiefel, wenn ich sie mal brauche? So, dann wieder zurück in die Gegenwart. Ich habe das Gefühl, es gab... ich hätte gedacht, es gab da nochmal irgendwie so einen ganz einfachen Trick. Denn hier ist sonst ein bisschen das Problem, dass der Geselle recht schnell ist. Aber zum Glück sind wir tatsächlich ein bisschen schneller. Das ist ja sehr schön. Dann kommen wir hier problemlos durch. Können den Baum nach unten schicken. Und dann kann Fina ihren Spaß damit haben. Was heißt Fina? Navi. So. Insadista ist weg. Der Baum nervt allerdings noch. Wie war das hier? Ich muss den ja irgendwie erst von unten treffen. Allerdings können wir eh nur wieder raus, wenn wir in die Vergangenheit gehen. Also machen wir das Ganze mal. Und dann... ja, bis auf dass der Baum an sich jetzt nicht so wirklich stört. Ganz einfach, weil der greift einfach nicht so viel an. Der greift einfach nur nach unten an. Und ja, kann man sich einfach hier schön dran vorbeischubbeln. So, dann hier weiter nach oben. Und natürlich ist die Vergangenheit nicht die richtige Zeit.
gut, dann probieren wir es mal mit der Gegenwart. Bisschen viel rumgelaufen hier, nicht wahr? Weil jetzt, wo die Sadistas weg sind, kann man einfach, ja, doch ein bisschen wesentlich mehr hier rumlaufen. Nur sind einfach größere Gebiete miteinander verbunden. Also, probieren wir es hier nochmal. War die Gegenwart die richtige Zeit? Und die Antwort ist ja. Damit können wir die erste Kiste hier mitnehmen. Und wir haben jetzt Navi, das ist doch super. Obwohl die Karte an sich ist definitiv nicht so schlecht. Es gibt zwar doch deutlich bessere Varianten von ihr, aber was will man machen? So. Dann wollen wir hier erstmal wieder in die Vergangenheit, um hier überhaupt rüberzukommen. Und dann will ich da unten nochmal meinen Spaß haben. Wir können hier zwar ganz einfach in die Gegenwart wechseln und rausgehen, aber oh, wie gesagt, jetzt wo wir Navi haben... Nervensäge. Jetzt wo wir Navi haben, kann die uns auch so ein bisschen helfen, hier die ganze Sadistas aus dem Weg zu räumen. Ach, vielleicht sollte ich dafür auch eben in der Gegenwart sein. Wo ich ja eben sehr schön hin könnte. Wie gesagt, es ist ein bisschen ärgerlich, dass sie da irgendwie bei den Plättchen sich so ein bisschen... Die wollen auch nichts anderes nerven, diese Schleime. Ja, dass sie sich mit den Plättchen da irgendwie ein bisschen vertan haben, aus irgendwelchen Gründen. So... Hier kommen wir allerdings trotzdem nur durch, indem wir in die Vergangenheit gehen. Also tun wir das mal. So kommen wir an diesen Rüben hier vorbei. Und dann sehen wir uns hier drüben mal ein bisschen mehr um. Diese komischen Wurzeln kommen zum Glück auch nicht mehr. Und ja, gehen wir mal in die Zukunft. So, was war jetzt da unten? Nichts. Komme ich da überhaupt hin? Ich kann da drüben doch in die Zukunft wechseln. Probieren wir das Ganze dort nochmal. Also, erstmal in die Vergangenheit. Was? In die Gegenwart erst. Und dann in die Zukunft oder irgend so ein Zeug. Die wenigen Erfahrungspunkte von den Schleimen bringen mir nicht wirklich was. Insofern ignoriere ich die mal. Mist, wie kommt man nochmal da unten hin? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal nochmal weiter. Überhaupt nicht gut vorbereitet auf diese Stelle. Aber was soll man machen bei so einem großen Zeitlabyrinth? Also. Weiter geht's hier. Darüber. So, was war da unten? Da ist so ein komischer Baum. Kann ich allerdings auch nicht so viel machen. Kann ich mit dem irgendwas machen? Weil ich glaube, das könnte was bringen, wenn ich den hier wegschiebe. So, Minus, hau hier mal drauf. Und dann gehen wir mal da unten durch. Weil ich glaube, hier wäre sonst uns dieser Baum im Weg gewesen. Ja, genau. Der hätte hier so durchgefeuert. Allerdings sind wir hier wohl schon wieder nicht mehr in der richtigen Zeit. Es könnte die Gegenwart sein. Wenn nein, haben wir nur wieder viel mehr, um durch die Gegend zu laufen. Das ist doch...
sehr wunderbärchen. Wo können wir hier nochmal überhaupt so schön die Zeit wechseln? Ach, da drüben ist auch noch so eine Sadista. Können wir die überhaupt auseinandernehmen? Ich weiß es nicht. Es wird sich alles noch zeigen. Also, einmal in die Zukunft. Und dann hätte ich vielleicht nochmal den blauen Pilz nehmen sollen. Ja, gut. Einmal blauen Pilz, bitte. Auf geht's, Minus. Zurück in die Zukunft. Und dann probieren wir das Ganze noch einmal. Ich habe zwar überhaupt die Gegenwart, aber die Zukunft ist dann doch die richtige Zeit hier. Was gibt's hier? Ein Sternchen. Dankeschön. So. Hier drüben kommen wir schlecht weiter. Da brauchen wir wieder die Gegenwart. Und die eingefrorene Tomate. Das ist doch super. Ich weiß gerade nicht, ob wir mit diesem Sadista überhaupt was machen können. Können wir nicht irgendwie so einen Baum durchschicken? Das Blöde ist dafür, dass ich hier wieder erstmal sehr viel Zeitreisen machen darf. Einfach weil ich da nicht rübersehe. Dieser Geselle könnte uns doch da drüben noch ein bisschen mehr mit Zeitreisen hindern. Insofern, joa. Gucken wir mal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir den Wald hoffentlich fertig kriegen. Ja, da wäre doch so ein Ding. Jetzt muss ich hier nur noch mal durchlatschen. Okay. Einmal hier durchgelaufen. Einmal wieder Fina hergeholt. Und dann kommen wir eben zu dir. Du hast da drüben was zu tun. Marsch! Fauler Sack. Weißt ihr eigentlich nicht, Sadistas? So sadistisch wie ihr seid und mich immer angreift. So. Da ist er jetzt, der Baum. Schön positioniert. Ja. An sich schön positioniert. Aber wir sind hier mal wieder nicht in der richtigen Zeit. Einmal in die Zukunft, einmal in die Gegenwart, einmal diesen Baum benutzt. Und ja, wie gesagt, da will ich mal endlich aufhören hier. Das Blöde ist, dass diese Tomate hier noch so rumhüpft. Naja, was soll man machen? Dann werden wir die halt auch dafür einfrieren müssen, damit uns dieser Baum vorerst mal in Ruhe lässt. Aber jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Oh, ich habe einen Stein geärgert. Das ist doch auch toll.